Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot. Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du gehst. Alkohol ist das Schiff, mit dem du untergehst. Alkohol, Alkohol, Alkohol! Liebe Kameraden, wie mir zugetragen wurde, gibt es oberhalb meines Bunkers eine neue Volksdroge. Alle 7 Minuten stirbt ein Mensch an Alkohol. Und da ist das Verdursten noch nicht mal mit eingerechnet. Ich trinke den Scheiß ja nicht. Aber die unerbittliche Durchschlagskraft des Alkohol ist teuflisch. Alkohol, ich werde ihn mir zunutze machen. Propaganda für Promille. Die Eroberung der Welt durch Flatrate-Saufen. Statt Autobahnen, Trinkhallen bis Vladivostok. Schnapsbrennereien statt Schützenpanzer. Weinbrandbohnen und Marzipankugeln als Munition und ich bin wieder dick im Geschäft. Statt Bombenteppiche, Bacardi-Feeling. Living like the easy way. La 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 la. La 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 la, feeling like Bacardi now. Und dazu kommt, 3 Millionen Deutsche sind medikamentenabhängig. Dagegen scheint kein Kraut zu wachsen. Auf Crystal Meth und Amphetamine stehen Herbert und Hermine. Cocktails, Glücksspiel, Kokain, können einen echt nach unten ziehen. Angeblich lässt sich alles bestellen in diesem Internet. Aber wofür soll ich mich entscheiden? Für eure Tipps bin ich sehr empfänglich. Momentan bin ich nur süchtig nach mir, nach Macht und Erfolg. Was mich aufhorchen lässt. Alle 4 Minuten wird jemand durch Rauch dahin gerafft. Rauch? Wenn ihr das wollt, dann lege ich eben wieder alles in Schutt und Asche. Ja, richtig. Was? Heino, ein Nazi? Und wer sind Sie? Ah, Jan Delay. Singen Sie nicht? Feuer, Feuer, Feuer. Großartiges Werk.